Kann Logic selbstständig Musik für dich komponieren? Klingt total verrückt, funktioniert aber tatsächlich. Wie es geht, erkläre ich dir in diesem Video. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Gleich zu Anfang ein Tipp: Wenn du schneller und effizienter in Logic arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du Logic für dich optimieren kannst. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du sie dir runterladen. Und jetzt geht's los. Hören wir zunächst mal in dieses Beispiel hier rein. Gut, du hast jetzt gesehen oder du siehst jetzt hier, dass ich hier eine MIDI-Spur habe. Und du siehst aber auch, dass ich hier noch ein elektronisches Drumkit habe und ein Classic Electric Piano. Hier sind aber keine MIDI-Daten eingezeichnet. Also wie zur Hölle kann Logic jetzt hieraus Musik generieren? Wie können diese Instrumente selbstständig Musik generieren? Und die Antwort ist, das funktioniert mit dem Scripter-Plugin. Ich schalte hier mal alles aus und wir gehen mal direkt neu rein. Ich habe das hier über das Classic Piano gemacht, einfach das E-Piano von Logic selber. Und wir öffnen hier mal den Scripter. Und keine Angst, wir codieren jetzt nicht. Du kannst in Logic tatsächlich auch Musik programmieren über den Scripter hier. Das machen wir aber nicht, sondern ich habe die ganze Sache gemacht über die Scripter-internen Plugins hier. Und für das E-Piano hier habe ich ein Preset gewählt, oder das sind eigentlich immer eigene Plugins. Und das ist der Drum Probability Sequencer. Eigentlich ist der für Drums gemacht oder gedacht. Du kannst ihn aber auch für alle anderen Instrumente, also MIDI-Instrumente, einsetzen. Ich ziehe den hier mal etwas weiter, damit wir alles sehen. Und wir haben jetzt, siehst du jetzt hier 4 Steps, die du auswählen kannst. Und ich erkläre dir gleich, wie es funktioniert. So, haben wir jetzt alles? Okay. Was du hier siehst, sind 4 verschiedene Sektionen, die wiederum unterteilt sind in jeweils in 16 Steps. Ja, du siehst hier Voice 1 und dann hast du hier 16 unterschiedliche Steps, die du auswählen kannst. Und diese 16 Steps kannst du dir vorstellen wie 16 MIDI-Noten. Und ich kann jetzt hier verschiedene Sektionen an- und ausschalten. Das heißt, da kann ich eine Note eingeben dafür oder nicht. Ich schalte jetzt mal alle an oder schalte mal die letzten 3 aus, um dir das zu zeigen. Und ich habe jetzt nur diese erste Voice an. Das heißt, ich habe hier 16. Und ich kann jetzt hier eine Note eingeben. In diesem Fall, für dieses Beispiel, war das, glaube ich, C3. Das ist hier. Und jetzt siehst du, dass er hier die Note C3 spielt. Ja, alle anderen Sektionen sind off. Er spielt nur die Note C3. Und hier siehst du Prozentzahlen. Und die zeigen an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass auf diesem Step dieses C3 erscheint. Wenn ich jetzt also hier alles runterfahre und nehme nur diese 4 hier, 1, 2, 3, 4, dann ist es jeweils die erste, jeweils der Downbeat, und dann erklingt eine Note immer auf 1, 2, 3, 4. Genau, ne? Immer auf den Downbeat erscheint jetzt eine Note. Und jetzt kann ich natürlich hier Noten hinzufügen. Also das heißt, Noten hinzufügen, ich kann 16 Steps hinzufügen, sodass er mehrmals dieses C3 spielt. Ja? Ich gehe einfach an den Schiebereglern hin und her. Okay, und jetzt suche ich mir einfach noch andere Noten aus, die ich auch möchte, weil ein Ton, eine Note wäre ein bisschen langweilig. Und deswegen zeichne ich jetzt hier noch mehr Noten ein. Ich suche mir die raus, die so in der C-Moll-Tonleiter drin sind. Anschließend schalte ich die Sektion alle an. So, ne? 4, 3, 2, 1, alle sind jetzt an. Jetzt erklingen 4 unterschiedliche Noten, und zwar immer in der Wahrscheinlichkeit, in der die Schieberegler hier sind. Hören wir mal an, wie sich das jetzt anhört. Und jetzt habe ich hier schon so eine eigene Melodie oder so ein eigenes Pattern. Das kann ich jetzt hier noch ein bisschen verfeinern, sodass der Sound rauskommt, den ich gerne möchte. Das mache ich mal kurz off-camera. Und dann klingt das Ganze so. Ich
klingt jetzt schon ganz gut, klingt ganz spannend, aber ich möchte, dass die Melodie noch interessanter und vor allem variantenreicher wird. Und deswegen habe ich hier ein zweites Scripter-Plugin reingeladen, das heißt Random Offset Probability. Probability steht einfach zu Englisch für Wahrscheinlichkeit. Und ich kann jetzt hier noch ein paar Sachen eingeben, wie sich die Noten sozusagen variieren sollen in dieser Melodie, wenn man es so nennen kann. Ja? Ich habe hier die Offset Probability. Damit lege ich einfach nur fest, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die hier unten eingestellten Variationen eintreten. Ich kann hier Semitones auswählen. Das heißt zum Beispiel, es wird dann nicht immer nur C3 erscheinen, sondern auch mal ein Cis oder ein Ais oder ein Fis. Ja? Und das kann ich hier einstellen. Und ich kann auch einstellen, dass er Oktaven variiert, sodass es nicht immer nur dieses C3 ist, sondern dass es auch noch ein anderes, ein C1 oder C2 ist, sodass er zwischen den Oktaven hin und her springt und dadurch die Performance interessanter machen. Ich schalte den mal zu und dann hören wir, was dann rauskommt. Okay, er springt also zwischen den Oktaven hin und her und er springt teilweise, verzieht er die Noten um 7 Halbtöne. Und somit kannst du in relativ kurzer Zeit übrigens ganz interessante Melodien machen. Schauen wir uns mal hier das Deep House Kit an. Das ist einfach ein elektronisches Drum Kit von Logic selber, von Ultra Beat. Und auch hier habe ich den Scripter genommen. Also wenn ich es hier so ablaufen lasse, passiert natürlich nichts, weil es ist ja hier nichts drin in dieser MIDI-Spur, es sind keine MIDI-Daten drin. Und deswegen nehme ich hier auch wieder den Scripter. Und ich habe hier wieder den Drum Probability Sequencer gewählt und habe mir da was eingestellt. Sind auch wieder alle 4 Schritte jetzt hier an und dann klingt das Ganze so. Das kann ich jetzt natürlich auch verändern, indem ich über die Schieberegler hier zum Beispiel die Bassdrum öfter spielen lasse. Ja, so kannst du also hier diese Bassdrum oder je nachdem, welche Instrumente du ausgewählt hast, variieren. Ja, bis jetzt klingt das Ganze dann so. Und dieses Electric Piano klingt ein bisschen, naja, ein bisschen sehr trocken. Deswegen habe ich hier noch das Chroma-Verb genommen. Ich habe hier ein Room-Reverb genommen und habe einen sehr, sehr langen Hall, sehr, sehr langes Decay eingestellt, dass es interessanter klingt und ein bisschen weiter hinten klingt und nicht so weit vorne und so trocken. Ja, es klingt jetzt schon gar nicht schlecht so. Was jetzt noch fehlt, ist der Bass. Und da habe ich den Retro-Synth genommen. Und wenn wir jetzt mal hier die ganzen Scripter-Plugins ausschalten, dann klingt das ganz einfach so. Das sind die Noten, die habe ich direkt eingezeichnet oder eingespielt. Das ist natürlich übelst langweilig und deswegen habe ich über den Arpeggiator hier mir einen Rhythmus eingezeichnet. Ja, ich habe einfach hier unten direkt die Steps eingezeichnet und dann klingt die Sache so. Das klingt jetzt natürlich schon wesentlich spannender und interessanter, weil einfach mehr Rhythmik drin ist, aber es ist immer das gleiche Pattern. Nachdem er die 16 Schritte hier unten durchlaufen hat, fängt er wieder das gleiche an und das ist nicht besonders abwechslungsreich. Deswegen habe ich wiederum den Scripter geladen und diesmal habe ich das Probability Gate als Preset genommen oder als Plugin. Das ist ein sehr einfaches Plugin jetzt und du kannst jetzt hier nur die Prozentzahl erhöhen oder eben verringern. Damit legst du einfach nur fest, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Note erklingt, die sich hier über den Arpeggiator eingegeben hat. Das heißt, wenn ich die Prozentzahl runterdrehe, erklingen weniger Noten. Wenn ich die Prozentzahl höher drehe, erklingen mehr Noten. Kann ich mal kurz ausprobieren hier. Ja, wenn ich voll aufreiße, 100%, dann spielt er genau das Pattern, das dessen Arpeggiator eingegeben ist. Um die Sache noch ein bisschen spannender zu machen, habe ich hier auch wieder das Random Offset Probability Plugin genommen. Ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 50% gesetzt, dass er 2 Oktaven höher geht oder eben eine tiefer. Und Halbtöne habe ich jetzt in diesem Fall nicht verstellt. Und dann klingt das Ganze so, wenn ich es zuschalte.
Okay, wir können vielleicht hier nochmal den Scriptor ein bisschen hochdrehen, dass er vielleicht doch noch etwas mehr Noten spielt. Und das klingt jetzt auch schon gar nicht schlecht, aber ich wollte den Rhythmus, den Groove noch ein bisschen verdichten und deswegen habe ich einfach das Stereo-Delay genommen, das ja auch ein bisschen links und nach links und rechts hin und her wabert und ich glaube, das habe ich sogar so im Benutzerstandard gelassen, weil es genauso gepasst hat und dann klingt die Sache so. Und so habe ich das insgesamt wesentlich spannender gemacht und habe aus 4, 5 einfachen Noten ein spannenderes Bass-Preset gemacht. Hören wir nochmal rein in die komplette Komposition hier, was Logic hier für uns gemacht hat. Spielt natürlich auch weiter. Jetzt meine Frage an dich, hast du schon mal mit dem Scriptor gearbeitet? Hast du den auf dem Schirm oder ist das für dich ein Buch mit 7 Siegeln? Hast du mal versucht, damit rumzuexperimentieren? Das würde mich interessieren. Schreib es mir bitte unten in die Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall eine absolut irre Sache, auf die ich jetzt auch erst vor kurzem gestoßen bin. Aber das ist schon spannend, dass Logic wirklich selber Musik komponieren kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben, wenn du dieses Video teilst mit jemandem, dem es auch weiterhelfen könnte oder über neuen Abonnenten, wenn du nicht schon einer bist. Ich freue mich riesig aufs nächste Tutorial. Wir sehen uns.